Cecil, also ich möchte ein Sixpack haben, aber ich weiß jetzt nicht, soll ich den Bauch eigentlich jeden Tag trainieren oder wie soll ich es machen? Dann viele Wiederholungen, oder? Muss viele Wiederholungen machen, oder? Um Sixpack zu kriegen, oder? Oder? Ich sage es dir, aber nach dem Intro. So, meine Freunde, ein Sixpack, ein flacher Bauch. Wir wollen ein Sixpack haben. Also, was machen wir, um ein Sixpack zu bekommen? Lustig ist, dass alle immer denken, der Bauch ist irgendwie anders einzuordnen als die Brustmuskulatur oder als die Beine. Also man denkt immer, ja, Bauch kann man doch eigentlich jeden Tag trainieren und Bauch macht man eigentlich immer viele Wiederholungen, oder? Aber die Bauchmuskulatur ist eine Muskulatur eigentlich wie die Brustmuskulatur oder wie die Beine. Also ich würde doch auch nicht sagen, hey, die Brust können wir doch jeden Tag trainieren, oder? Das macht doch nichts. Sondern da wissen wir doch auch, wir machen ein gutes Brusttraining und dann haben wir erstmal eine Pause. Also dann würden wir zum Beispiel mal 2 Tage Pause machen oder 3 Tage, je nachdem, wie anstrengend und intensiv das Training war. Wenn man es richtig macht mit dem Krafttraining, also wenn man jetzt zum Beispiel eine dicke Brust entwickeln will oder einen breiten Rücken oder gute, kräftige Beine, macht man es eigentlich, wenn man es richtig macht, so, dass man es in Phasen aufbaut. Also man hat zum Beispiel mal eine Phase, wo man Kraftausdauertraining macht, also viele Wiederholungen für die Durchblutung des Muskels und so weiter. Dann hat man mal eine Phase, wo man Hypertrophie-Training macht, also wirklich Muskelaufbautraining. Das sind dann Wiederholungsbereiche von 7 bis 15, sagen wir mal ganz grob. Dann gibt es Maximalkrafttraining. Maximalkrafttraining ist dazu da, um die intramuskuläre Koordination zu verbessern. Sprich, wie viele Muskelfasern man in einem Muskelbündel anspannen kann. Das ist ein Training, um stärker zu werden. Wenn man stärker wird und anstatt 100 Kilo schafft, 120 Kilo zu drücken, wird man logischerweise irgendwann auch mehr Muskeln aufbauen. Also ist natürlich Maximalkrafttraining auch ganz wichtig. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass die Bauchmuskulatur nichts anderes ist. Also auch für die Bauchmuskulatur müsst ihr verschiedene Phasen einbauen, nicht immer nur 30, 40 Wiederholungen. Das wird dann auch für den Körper langweilig. Der Körper sagt dann, ja, alles klar, kenne ich, was jetzt? Also auch in Phasen aufbauen. Je nach Schwierigkeitsgrad, ihr könnt mal Maschinen nehmen, ihr könnt hängende Geschichten machen, mit Beinen hochrollen, das ist sehr anstrengend. Und in Phasen wirklich Übungen, wo ihr nur 10 Wiederholungen schafft. Maximalkrafttraining wird ein bisschen schwierig mit dem Bauch, nur 1 bis 5 Wiederholungen, das ist schon, da muss man echt schon viel reißen und das ist von der Technik her ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich wird für den Bauch nicht immer nur Kraftausdauer gemacht, sondern auch Muskelaufbautraining, also auch wirklich 8 Wiederholungen, 10 Wiederholungen. Was hält einen noch davon ab, ein Sixpack zu haben? Also es sind 2 Komponenten. Einmal ist es die Fettschicht, die da drüber liegt, die das Sixpack immer verdeckt. Erster und wichtigster Punkt ist, wir müssen das Fettgewebe reduzieren. Das Fettgewebe reduzieren wir optimal, indem wir einmal in der negativen Kalorienbilanz sind, also weniger Kalorien aufnehmen, als wir verbrauchen. Und dann, um ans Fettgewebe ranzukommen, ist es ganz wichtig, dass die Kohlenhydratspeicher ziemlich weit unten sind. Also die effektivste Form, Fette zu verbrennen, ist Low Carb, also wenig Kohlenhydrate, weil der Körper dann nicht gleich den Zucker, also die Kohlenhydrate, zur Verbrennung nimmt. Sondern der Körper sagt, okay, im Topf, in meinem Benzinkanister, sind keine Kohlenhydrate. Alles klar, dann muss ich jetzt mal die Fette verbrennen. Weil wir gehen ja auch nicht ins Fitnessstudio und sagen, hallo Herr Trainer, heute möchte ich mal was für meine Kohlenhydratverbrennung tun. Das sagen wir ja nicht. Wir wollen ja Fette verbrennen, oder? Also, Kohlenhydratspeicher leer, negative Kalorienbilanz, um richtig schön ans Fettgewebe ranzukommen. Und die zweite Komponente ist der Bauchmuskel. Umso dicker der Bauchmuskel natürlich nach vorne kommt, umso leichter wird er auch sichtbar. Also man kann auch richtigen Muskelzuwachs am Bauch erreichen. Das sind die 2 wichtigen Komponenten. Ich hoffe, ihr seht die Bauchmuskulatur jetzt ein bisschen anders, nämlich so wie auch jeden anderen Muskel. Und wichtig im Training ist, ihr müsst die Intensität hochfahren. Also wenn ihr nie was im Bauch merkt, dann macht ihr falsche Übungen oder ihr macht immer das Gleiche. Versucht mal wirklich zu erreichen, dass ihr im Training Muskelkater im Bauch bekommt. Das ist ganz wichtig. Nehmt sonst Maschinen, wie gesagt, sonst diese hängenden Geschichten, wo ihr mit dem Po hochrollt und Beine hochrollt und so. Sowas könnt ihr versuchen. Gebt einfach mal richtig Gas beim Bauchtraining. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne einmal abonnieren und Snapchat, Instagram, Facebook einmal folgen. Ich mache immer wieder neue Videos für euch. Ihr könnt auch gerne mir schreiben, was ihr sehen wollt. Und bis bald, euer Coach. Euer Coach Cecil. Euer Coach Cecil.